So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir machen gerade da weiter, wo das letzte Video aufgehört hat, nämlich an dem Bienenstand, wo ich die Brut entnommen habe, zur Varroa-Bekämpfung. Vielleicht nochmal allgemein, das hinter mir ist jetzt ja, das sind die Völker, da habe ich gestern die komplette Brut entnommen, bis auf eine Wabe mit ganz junger, unverdeckelter Brut, nach Möglichkeit. Es ist immer bei manchen Völkern natürlich auch verdeckelt drauf. Da schaut man einfach, dass so möglichst viel offene Brutfläche einfach da ist. Ansonsten haben die Mittelwände und wo ich hatte, habe ich herausgebaute Mittelwände reingetan, aber überwiegend nur Mittelwände. Ihr seht es jetzt am Flugbild. Ne? Fliegen alle schön, sind auch fleißig bei der Arbeit. Also wir haben jetzt abends. Samstagabend, 19.30 Uhr oder irgendwie sowas, und bringen Pollen und sieht eigentlich tiptop aus. Jetzt kommen bei mir eben diese Bienenfluchten rein. Also für alle, die nicht Imker sind und meinem Kanal folgen, also Bienenfluchten, das ist einfach ein Zwischenbrett. Es kommt zwischen den oberen Honigräumen, den kleinen Särgen und dem Brutraum rein. Und in diesem Zwischenboden ist nach unten im Prinzip ein Durchgang, den die Bienen aber nur nach unten benutzen können. Das heißt, über Nacht gehen alle Bienen nach unten zur Königin. Und dann komme ich morgen früh, nehme meine Honigräume im Prinzip zum großen Teil bienenfrei mit. Und dann werden sie auch gleich gefüttert. Ne? Also da muss ich schauen, ob ich das aufnehmen kann, weil ich will das relativ früh morgens machen, bevor der Bienenflug einsetzt. Mal schauen, wie da die Lichtverhältnisse sind. Wie gesagt, prinzipiell, vielleicht kann ich es dann nachher noch filmen, da füttere ich meine Ableger. Aber auch da muss ich schauen, wie schnell ich hier fertig bin. Ob das die Kamera dann noch schafft. Ja genau, also wie gesagt, so früh wie möglich will ich die eigentlich morgen früh füttern. Lieber ist es mir abends zu füttern, aber das schaffe ich einfach gerade zeitlich nicht, weil also morgen ist Sonntag, da mache ich das morgen früh, weiß nicht, wann ich da anfange, 5 oder sowas. Und dann habe ich noch den Tag frei, ne, man will ja auch nicht nur imkern. Und dann, wie gesagt, Montagabend oder Sonntagabend, je nachdem, wie ich da motiviert bin, kommt an dem anderen Bienenstand, wo ich auch die Brut entnommen habe, kommen dann da die auch Bienenfluchten rein und dann das gleiche Spiel. Dann habe ich ja noch die Gruppe im Welzheimer Wald stehen. Da sollte ich auch mal wieder hinfahren und nach dem Rechten schauen. Also gerade bisschen sportlich. Ne? Man muss die Völker, die nicht mit der Brutentnahme behandelt werden, die sollten auch eine Behandlung bekommen. Da ist es jetzt wahrscheinlich nächste Woche mit weit über 30 Grad, sagen sie ja, zu warm, aber auch das muss vorbereitet werden. Da muss natürlich der Honig geschleudert werden. Also gerade einfach ein bisschen viel zu tun, nicht zu viel, aber sportliches Programm. Ja, wie gesagt, ich setze jetzt hier die Bienenfluchten ein. Da mein Betrieb ja immer wächst, sind es ganz neue. Ne? So sehen die aus. Der Boden und praktisch die Einbahnstraße. Dieses Modell habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal benutzt hatte. Doch, ich hatte die schon mal vor vielen Jahren, aber jetzt nicht in dieser Ausführung. Also wie gesagt, habe ich neu bestellt, weil ich so zu wenig hatte. Der Betrieb wächst ja und ja, nagelneue Bienenfluchten, riechen noch ein bisschen nach Holz, frischem Holz, frisch gesägtem Holz. Aber das wird funktionieren, nehme ich an. Also, dann war es das mal von hier. Ich lege jetzt die Bienenfluchten ein und wenn es passt, nehme ich euch nachher noch mit, also wenn es noch hell genug ist, nehme ich euch noch mit zur Fütterung von den Ablegern. Also bis dann.
Also wir fangen hier wieder an mit dem Sagenturm. Keine Sorge, ist kein Supervolk, wo er immer noch die Waben zum Auspressen drauf hat. Die nehme ich dann morgen auch gleich mit. Ja, jetzt mal ein kleiner Blick ins Bienenvolk. Also wie gesagt, gestern die Brut entnommen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 4, 5 Mittelwände, die alle im Prinzip schon zu 3/4 ausgebaut sind. Na? Jetzt wie gesagt, die bekommen dann morgen früh noch ein bisschen Futter und dann läuft das Programm. Dann werden das echt, ne? Hier sehen wir auch gerade schön die Königin gerade. Wir sehen relativ viel Pollen, auch viel verschiedenfarbige Pollen. Für einen Tag auf einer nicht ganz ausgebauten Mittelwand. Also sehr schön, spricht für den Bienenstandort, ne, dass wir auch so viele verschiedene unterschiedliche Pollenfarben haben. Das mache ich jetzt nicht bei allen Völkern, ich wollte es euch jetzt nur mal zeigen, wie das einen Tag später schon wieder aussieht, wenn das System, die Völker und alles soweit passt. Ne? Ich mache es bei der Bienenflucht immer so, das Absperrgitter lasse ich drunter. Ne? Weil zwei Sachen, es ist mir jetzt so, wenn ich es jetzt rausnehme, dann habe ich es halt draußen, ne? Dann fahre ich es durch die Gegend. So habe ich einfach die Sicherheit, dass wenn die Bienenflucht mal nicht richtig sitzt oder weiß der Teufel was passieren sollte, dass die Königin auf jeden Fall nicht nach oben geht. Hab dann sogar im Gegenzug bei starken Völkern zwischen, also hier unten hängend, hier ist das Absperrgitter, hab dann hier Bienen, die garantiert keine Königin haben und könnte da dann auch nochmal Kunstschwärmen machen. Deshalb ist bei mir da auf, das lasse ich drin, kommen die Bienenflüchten rein. Immer zwei, falls mal eine verstopft. Und dann stapeln wir das Ganze wieder retour. Ich meine, das ist echt das Blöde, der Nachteil an der Bienenflucht. Man lupft viel Gewicht durch die Gegend. Aber ja, nächstes Jahr wollen wir das ja mit einem mechanischen Gerät vielleicht machen können oder ja, wie auch immer. Ich meine, jetzt geht es zum Abschleudern, da sind die Bienenvölker ja in Anführungszeichen relativ leicht. Ich meine, im Rapshonig, da ist es dann nicht ganz so wichtig, wenn man da ein gutes Jahr hat und weiß ich nicht, 30 Kilo Rapshonig hier rauf und runter lupft. Also das muss macht keinen Spaß. Am besten dann noch bei 30 Grad oder so. Aber gut, ich muss jetzt weiter, weil wie gesagt, ich will ja noch meine Ableger füttern. Und ja, das Prinzip ist erkennbar. Ne? Das habe ich jetzt hier 25 Mal vor mir, 25 Mal. Ja, und ich hoffe, dass ich dann da so in einer starken Stunde fertig bin. Dann haben wir es irgendwie, weiß ich nicht, 8:30 oder sowas. Und wenn das Licht dann noch hält, wie gesagt, nehme ich euch noch mit zum Füttern von den Ablegern. Ansonsten werden wir das Füttern prinzipiell sicherlich nochmal filmen können, weil ich bin einer derjenigen, die gerne dünnflüssig füttert und dementsprechend halt öfters füttert. Also, das war's von hier. Ich arbeite mich hier durch und wir sehen uns. Ja. Also jetzt war ich mit dem Einlegen der Bienenfluchten doch schneller als ich dachte. Das lag vor allem darum, dass ich noch ein paar Völker nachschauen wollte und das eigentlich auf den ersten Blick klar war, dass das nicht notwendig ist, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und deshalb bin ich auch jetzt schon relativ früh, 8:45
Wir haben Ablegerstand zum Füttern. Ich werde jetzt gleich nochmal umlaufen. Wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr. Da nutze ich einfach die Zeit. Das wollte ich eigentlich morgen noch schnell machen. Das mache ich dann jetzt heute, wenn es noch so hell ist. Und dann füttere ich meine Jungvölker hier. Hier habe ich ja ungefähr knapp 50 stehen, plus diese kleinen Begattungseinheitchen, die wir aus dem vorletzten Video kennen. Und das Ganze, also es herrscht ja noch reger Bienenflug, deshalb tue ich jetzt erst umlaufen, dass das alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Das Ganze sieht bei mir im Prinzip jetzt so aus. Bisher habe ich das ja auch immer mit dem Eimer oder mit dem Kanister gemacht. Ich meine, das seht ihr hier im Hintergrund, mit diesen weißen Kanistern hatte ich früher mal gefüttert. Ich hatte es angerührt, da reingepumpt und der Rücken freut sich. Deshalb habe ich es jetzt endlich umgestellt. Also ich habe eine Benzinpumpe hier, eine benzinbetriebene Wasserpumpe habe ich da und die ist an den IBC angeschlossen. In den IBC habe ich jetzt heute für die Ableger, also ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ein Freund von der dünnflüssigen Fütterung, weil ich, also das so 1:1, also ein Teil Zucker, Honig noch bei und dann Wasser oder eben nur 0,7% Zucker und Honig oder 0,8% Zucker und Honig und ein Teil Wasser. Das mache ich eigentlich so bis Mitte August. Danach wird es ein bisschen schwierig, weil dann die Abnahme, die Nächte oft kälter sind oder die Abnahme, dann gärt es manchmal. Aber so bis Mitte August geht es in der Regel ganz gut und das mache ich eigentlich deshalb, weil ich denke, das ist für die Bienen ganz schön. Weil Nektar hat ja auch eben diese Konsistenz und ist nicht irgendwie zähflüssig wie die ganzen industriell hergestellten Futterlösungen. Dann habe ich natürlich den Honig drin. Zum Teil. Ich habe auch einen Teil Honig in den Bienenvölkern, aber zum einen ist es bei Bio-Vorschrift, also nicht, dass ich es zumische, das ist bei Demeter eine Vorschrift. Bei Bio muss es, glaube ich, eigentlich wird es, glaube ich, nur reichen, wenn es im Bienenvolk drin ist. Ich mische aber auch immer was mit dazu. Und genau. Zum einen, genau, das waren die Punkte, das ist zum einen Vorschrift und zum anderen tut es auch den Bienenvölkern gut. Also die Ableger bauen super mit dieser dünnflüssigen Fütterung und ich meine auch, also ist zumindest meine Erfahrung, dass die Bienenvölker ein bisschen besser im Brut sind. Wichtig ist halt, dass das kontinuierlich gefüttert wird. Also ich werde jetzt so 3 Liter 3,5 Liter da geben und ich habe ja diese Nikofütterer und da werde ich eine Seite komplett zumachen, mit, dass sie nur über einen relativ kleinen Aufgang dahin kommt, dass eben diese 3,5 Kilo, dass die auch ein paar Tage anhalten. Ich meine, das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich dünnflüssig fütter und dann übernehmen die das alles an einem Tag auf, weil eben diese Futterfläche so groß ist. Deshalb begrenze ich die einfach ein bisschen, dass die dann ein paar Tage beschäftigt sind. Kontinuierlicher Futterstrom, dann legt die Königin auch schön Eier, es wird schön ausgebaut, die Waben. Finde ich, kommt der Natur am nächsten aus meiner Sicht. Und irgendwann dann im August, Mitte August und so da, ist dieser Effekt dann irgendwie verloren. Da muss man einfach schauen, dass das Futter dann irgendwie auch in die Bienenvölker kommt. Dann füttere ich auch dicker. Aber ansonsten, wie gesagt, füttere ich relativ dünn. Ich zeige es euch gerade mal vielleicht bei dem Nikofütterer, wie ich das meine. Also der Nikofütterer hat ja hier eben diese 2 Aufstiege. Und da mache ich eine Seite komplett dicht. Und oft auch, wenn die Völker ein bisschen schwach sind, also auch hier den Teil und den Teil. Dann können die nur über eine relativ kleine Futteröffnung an das Futter hin, sind damit ein Weilchen beschäftigt. Und wie gesagt, mir gefällt es. Ja, wie gesagt, füttern hier Benzinpumpe
ein Zollschlauch, Zapfpistole vorne dran und ja, tipptopp, ne? Ich bin übermodernisiert, hat glaube 6 PS oder so, also wenn man mit Zuckerwasser arbeitet, geht es auch wirklich eine Nummer schwächer. Ich meine, ich denke, dass die ja auch Sirup verarbeiten könnte. Das ist aber bei mir eigentlich nicht vorgesehen. Ja, also wie gesagt, ich weißel jetzt dann noch mal eine Serie um. Wieder dann noch meine Jungvölker hier und dann geht es morgen früh um 4:30, 5:00, je nachdem wie ich aufwache, wie lange ich frühstücke, los, den Honig holen und dann kriegen im Prinzip die ganzen Völker, die die Brut entnommen haben, kriegen die gleiche Mischung, also wahrscheinlich muss ich noch mal was mischen über Nacht, kriegen die gleiche Mischung. Und ja, da mache ich dann eine Hälfte von dem Nikofütter voll, also so knapp 5 Liter dann. Ne? Und dann schauen wir mal. Man muss dazu sagen, wir haben noch Tracht hier. Ne? Also gerade die Völker, wo die Brut entnommen sind, da hat es die Waage auf einem Volk 700 Gramm Zunahme dieses Jahr, diesen Tag bisher angezeigt. Also vielleicht wird es noch ein Kilo. Also wir haben schon noch Tracht. Ich habe mich jetzt nur entschlossen, weil ich ja nach und nach anfangen muss, meine Völker hier mit der Varroa-Behandlung zu machen, dass ich halt hier in dem Fall schon mal mit diesen Gruppen anfange, weil ich kriege das dann letztendlich nicht hin, das alles in 2-3 Tagen zu machen und die dann anfangen zu füttern. Dafür habe ich dann doch ein bisschen zu viel Bienenvölker. Ja, soweit, so gut, dann mache ich mal weiter. Ich bin jetzt hier gerade am Bienenstand, wo ich einen Teil der Brutlinge habe. Der Ablauf ist ja, wie ich es gesagt habe, eigentlich einfach so. Die Brutwaben entnehmen. Ich habe die Fangwabe noch drinnen gelassen im letzten Video. Dann habe ich im Prinzip am nächsten Tag mit der Bienenflucht den Honig geerntet. Und dann, das war am Und am Sonntag habe ich sie dann auch gleich gefüttert. Da hat jedes Bienenvolk so 6-7 Liter, so Pi mal Daumen, Zuckerwasser von mir bekommen mit so knapp 80%, also 0,8 Teile Zucker und ein Teil Wasser. Und jetzt bin ich hier, wie gesagt, bei den Brutlingen. Ich habe die jetzt schon behandelt. Habe das abends spät gemacht, da war kein Licht zum Filmen und der Akku war auch leider leer. Und wollte euch einfach jetzt das Prinzip nochmal zeigen. Blöderweise, muss ich sagen, habe ich einen Teil meiner Schutzausrüstung vergessen. Aber ich meine, die wesentlichen Punkte, das kann ich euch kurz zeigen. Also ich sprühe die ein mit Milchsäure, mit 15%iger. Man kann das ja seit diesem Jahr auch mit Oxalsäure, ist auch was zugelassen jetzt. Ich bin noch bei Milchsäure, obwohl man sagt, dass die Oxalsäure wirksamer sein soll. Aber da habe ich jetzt einfach keine Erfahrung. Die Milchsäure 15% Adusvet, also für Tiere, Tierarzneimittel, hatte ich noch liegen. Und da nehme ich die. Also vom Prinzip, ich ziehe auch immer Handschuhe an. Ne? Weil diese Milchsäure auf der Hand ist nicht so, ist jetzt auch nicht tragisch, aber ist jetzt auch nicht angenehm. Kann man leicht umgehen. Also entsprechend ziehe ich Gummihandschuhe an. Und was ich auch nehme, ist eine Gesichtsmaske oder eine Atemmaske. Weil eben, wenn man das sprüht, das ja auch in der Luft hängt, die Tröpfchen. Ne? Und man atmet es dann auch ein und ich meine, das muss nicht sein. Ne? Da kann ich die Atemmaske für die paar Minuten aufziehen. Das Ganze mache ich morgens oder abends, halt wenn möglichst viele Bienen drin sind. Ich habe das jetzt hier am Mittwoch gemacht. Also Freitag habe ich ja die Brutlinge hergestellt. Die sind jetzt natürlich nicht brutfrei. Ne? Aber der Hintergedanke hier ist einfach, weil da schlüpfen jetzt die ganzen Bienen aus der Brut und bringen Varroa-Milben mit.
und dass dieser Gesamtbefall in dem Bienenvolk oder in dem Brutling nicht so hoch wird, dass die absterben, behandle ich die einfach mehrmals mit Milchsäure. Ja, da schlüpfen jetzt wirklich Unmengen Bienen, wir schauen gleich mal rein. Und wie gesagt, da sprühe ich die mindestens einmal die Woche einfach kurz ein. Ja, heute irgendwie der Wurm drin, also ich habe auch mein Stativ vergessen. Sonst hätte ich euch das hier mal geschickter gezeigt, aber das bekomme ich gerade nicht hin. Ich habe schon überlegt, ob ich hier irgendwo die Kamera abstellen kann. Aber ein bisschen problematisch hier. Tut es mir leid. Vielleicht zur Menge nochmal, wie ich die einsprühe. Ne? Also es sind 8 Milliliter pro Waben, pro besetzter Wabenseite. Ich habe mir das mal bei diesem Sprüher hier, das ist ja der Originalsprüher, ausgemessen. Das sind bei mir ungefähr 2 Hübe. Ne? Also ich gehe einfach her und gehe pro besetzter Wabengasse 2 Hübe von dem Sprüher drauf. Abstand vielleicht 20 cm. Dann sind die Bienen schön benetzt. Und natürlich den Sheet, die Bienen, wo auf dem Sheet sitzen auch. Da gibt es kein Sheet, aber es gibt da welche mit Sheet. Und am Kastenrand innen, die sprühe ich dann auch noch ein. Und ja, wie gesagt, sehr schöne Methode. Wenn ihr Fragen dazu habt, ne, oder euch das wirklich interessiert, ich kann das dann nochmal filmen auch, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr noch sehen wollt, wie ich das anwende, oder ob das für euch so klar ist, wie das geht, weil ihr es schon selber gemacht habt, weil es ja auch eigentlich kein Hexenwerk ist. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und was mich auch super gefreut hat, sind die zunehmenden Abozahlen. Ne? Wir sind ja jetzt knapp bei über 900. Und ja, das freut mich echt. Das hätte ich nie gedacht, wo ich angefangen habe. Ich glaube, das erste Video hier aus Neues in der Imkerei habe ich ja im Anfang November hochgeladen. Also so ungefähr jetzt ein Dreivierteljahr. Und ja, wie gesagt, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der Kanal so schnell wächst, dass euch das interessiert. Und also vielen Dank, ne, für jeden, der mich abonniert, und wer es noch nicht hat und das Video sieht, abonniert gerne den Kanal. Dann weiß ich einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vielen Dank an euch. Und ja, von dieser Stelle war es das mal. Ich werde jetzt in den Welsheimer Wald fahren, da habe ich ja noch Bienen stehen. Ich werde mir das mal anschauen, wie das aussieht. Ich meine, ich habe meine Wachstockdaten, die gehen jeden Tag so zwischen 1 und 2 Kilo nach oben. Aber jetzt war ich schon mal drei Wochen fast, oder 2,5 Wochen. 3 Wochen war ich nicht mehr da. Und das will ich einfach mal hinfahren, mir das anschauen, wie es dort aussieht an dem Bienenstand. Dass ich mir da auch ein bisschen das einplanen kann, wie ich da in die Varroa-Behandlung einsteige. Was sicherlich dann in dem Zuge noch kommen wird, ich werde euch noch ein Video machen, wenn ich mit der Ameisensäure behandle. Aber wie gesagt, das wird die nächste Woche nicht sein bei diesen Temperaturen. Und ja, prinzipiell ist es auch einfach so, dass bei mir jetzt, ne, also bitte schaut es alle wirklich selber nach, der Varroa-Befall dieses Jahr nicht so massiv ist. Ja, also es gibt klar einzelne Völker, die reißen aus nach oben. Aber ich hatte es eigentlich jetzt mit dem milden Winter und der langen Bruttätigkeit und den auch wirklich schönen Völkern, ne, die sind ja schön stark, hätte ich da eigentlich ein bisschen mehr Druck erwartet. Aber ja, umso schöner, ne? Umso gesünder die Völker, umso mehr freut sich der Imker. Also so sieht es bei mir aus, aber wie gesagt, schaut bitte bei euch alle selber nach und ja, versucht einfach die Behandlung jetzt nicht unbedingt in diesen 30 Grad Tagen machen. Ich meine, das lässt sich nicht vermeiden, und wenn ich den Druck habe von der Varroamühle, dann muss ich es auch machen. Oder ich mache eben diese Variante, wo ich im letzten Video euch gezeigt habe mir diese Brutentnahme, ne, die nimmt ja auch erstmal einen brutalen Druck weg. Er sprüht dann mit Milchsäure ein. Also das ist ja durchweg eine Variante, wenn man Material hat und Zeit. Ja,
Also ich mache mich jetzt auf den Weg, dass ich heute dann auch noch was anders erledige. Dann bin ich hoffentlich in 2 Stunden wieder da. Da muss ich mich mal wieder um meinen Bus kümmern. Also ich bin ja echt begeistert von diesem T4. Aber dieses Jahr macht er mir echt Sorgen. Wie gesagt, erst war ja die Kupplung fällig. Und jetzt bin ich gestern bin ich heimgefahren, da habe ich Unmengen an Kühlwasser verloren. Das muss ich dann nachher auch mal schauen, ob ich da irgendwie eine Schlauchschelle vielleicht nicht richtig befestigt habe oder ein Schlauch gerissen ist. Sollte ich jetzt Schläuche nicht regeln, weil ich nächste Woche ja wieder meine Ableger fütter, da brauche ich den Allrad und oder den Allradbus. Also, aber das werden wir schon irgendwie alles hinbekommen. Also, dann wünsche ich euch was, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.